oder ob Sie das Buch gelesen haben, beziehungsweise den dicken Roman auf Englisch oder auf Deutsch. Also ich weiß nicht, auf was ich bauen kann bei Ihnen oder ob Sie einfach so aus Interesse da sind, was man denn machen kann, wenn man Theologe ist und so ein Kultbuch einmal unter theologischem Gesichtspunkt anschaut. Sie haben sicher mitbekommen, dass der Herr der Ringe schon kurz nach seinem Erscheinen als Roman ganze Wellen der Begeisterung ausgelöst hatte und dass die dreiteilige Verfilmung, die jetzt auch schon ungefähr 10 Jahre zurückliegt, Rekordzahlen von Besuchern in die Kinos gezogen hat und auch dem Roman nochmals eine neue Leserschaft beschert hat. Fast alle Leute, sagen wir mal, die etwas jünger sind als ich, kennen Gandalf, Galadriel, Frodo, Sam oder Aragorn. Weniger bekannt ist, dass der Verfasser dieses Romans, J.R.R. Tolkien, nicht nur Professor für Anglistik mit Schwerpunkt Mittelalterforschung war, sondern auch ein praktizierender Katholik. Denn Gott und Religion kommen in der vorchristlichen Welt des Herrn der Ringe nicht direkt vor. Aber nach Tolkiens eigenen Worten ist das religiöse Element in die Geschichte selber eingelassen. Man könnte auch sagen, der Roman ist eine Art Spiegel für die Fragen des Menschen, die er sich stellt von Anbeginn. Diese Fragen betreffen, woher kommt das Böse? Gibt es so etwas wie Vorsehung? Gibt es Gnade? Was ist nach dem Tod? Also es geht in diesem Roman nicht so sehr um Schlachten äußerer Art, worin sich die Verfilmung dann extensiv ergeht, sondern es geht um innere Gefährdung des Menschen, um Bewährung, Versagen und Reue und auch um Tugenden wie Treue, Freundschaft, Opferbereitschaft und Erbarmen. Falls Sie den Film gesehen haben und das Buch nicht gelesen haben, empfehle ich Ihnen dringend, das Buch zu lesen, aus verschiedenen Gründen. Ich möchte darauf nicht ganz ausführlich eingehen. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Wenn man ein Bild gezeigt bekommt, ist man nicht mehr frei für den inneren Fernseher. Das heißt, was mir der Film, Regisseur, die Dramaturgie vorgibt, prägt auch meine Vorstellungen. Wenn ich etwas erzählt bekomme und Tolkien hätte davon geträumt, dass der Herr der Ringe erzählt wird, so wie man Homer oder die frühen griechischen Tragödien spielt oder erzählt, aber nicht visualisiert, vor allem weil sich manche Dinge nicht visualisieren lassen. Also wenn es erzählt wird, dann wacht die eigene Fantasie auf und bringt auch die Bilder für Dinge, die man nicht im Film darstellen kann. Zum Beispiel, wer es gesehen hat, wird sich daran erinnern, dass die sogenannten Orbs, also nicht zufällig hat es auch was mit dem Wort Exorzismus zu tun, also Orbs sind Wesen, die sehr böse sind, die können im Film nur so dargestellt werden, dass sie abstoßend hässlich sind. Also hässlich und stumpfsinnig, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, dass es Wesen sind, die sprechen können, die denken können, wenn auch sehr beschränkt, und zugleich völlig verroht sind. Also Wesen, die erschreckenderweise uns, den Menschen, in manchen Dingen sehr ähnlich sind, aber
die selber alles Menschliche verloren haben. Und das kann man nicht darstellen, indem man die Hässlichkeit steigert bis zur Groteske, sondern das Grauen, das diese Wesen wecken, liegt auf einer anderen Ebene. Es liegt daran, dass sie uns ähnlich sind, ohne Menschlichkeit zu haben, nicht einmal gegenüber sich selbst. Das Gleiche gilt, oder noch einmal gesteigert, für alle, sagen wir, dichterischen, fantastischen Gestalten, die vorkommen, angefangen mit den Elben, den schwarzen Reitern oder den Vogelungeheuern, die dort auftauchen. Alle diese Dinge, die zum Beispiel Schrecken oder Bewunderung einjagen, kann man nicht einfach mit Hässlichkeit oder Schönheit darstellen, sondern das, was anziehend ist oder das, was einen erschreckt, was Angst einjagt, liegt auf einer tieferen Ebene und das wird leichter mitgeteilt durch die Beschreibung oder durch das Wort, als durch das, was man sieht. Abgesehen davon hat der Film einige Dinge vorgenommen in der Romanvorlage, die in der Romanvorlage nicht so sind. Vor allem, man kapiert manche Probleme nicht, wenn man nur den Film sieht. Beispielsweise, also wenn Sie den Film gesehen haben, erinnern Sie sich daran, dass Frodo und die Hobbits als Teenager dargestellt werden. Die sind so ungefähr 17 oder 18 Jahre alt, weil sie eben kleinwüchsig sind und deswegen sollen sie so dargestellt werden. Das ist leider ein Unsinn, denn Frodo ist im Roman jemand, der ungefähr 50 Jahre alt ist, das heißt in der Mitte des Lebens steht und genau diese Eigenschaften hat, die jemand irgendwo als bürgerlicher Mensch, man hat sich eingerichtet, man lebt in seiner Hobbithöhle, es stimmt irgendwie alles, bis auf diese leichte Sehnsucht nach Abenteuern, die man auch noch in der mittleren Lebensphase hat. Und da kommt eine Herausforderung auf ihn zu, die er ziemlich realistisch angreift. Also nicht wie ein Teenager, sondern wie jemand, der schon Lebenserfahrung hat und der sich auch ein bisschen überwinden muss. Das Spießbürgerliche, das ihm auch nicht so ganz gefällt, doch wirklich hinter sich zu lassen und in ein Abenteuer zu ziehen, von dem er nicht weiß, wie es ausgeht, und das ihn auch prägen wird. Wie gesagt, da gibt es einige Dinge, die man auch kritisieren kann an der Verfilmung, trotz der perfekten technischen Ausstattung. Eine Sache aber möchte ich auf alle Fälle erwähnen. Im Roman kommt, wie gesagt, Gott, Glaube, Religiosität nur am Rande vor, fast nur in Andeutungen, gewissermaßen undercover, mit einer Ausnahme. Und genau diese Ausnahme ist im Film rausgelassen. Diese eine Ausnahme ist das Gebet der Numenorer, also der Menschen, die sich noch an ihre Herkunft erinnern, an diejenigen Menschen, die wissen, woher sie kommen und deswegen ein Ideal haben, wie sie leben sollen. Ich zitiere aus dem Roman. Ehe sie aßen, drehten sich Faramir und alle seine Mannen um und blickten einen Augenblick lang schweigend nach Westen. Und Faramir bedeutete den beiden Halblingen Frodo und Sam, es gleichfalls zu tun. Und er sagte, das tun wir immer. Wir blicken nach Numenor, das war, und jenseits davon nach Elbenheim, das ist, und nach dem, was jenseits von Elbenheim ist und immer sein wird. Geheimnisvolle Szene, bei der der christliche Leser vermutlich sofort daran denkt, dass Christen nach Osten gewendet beten. Warum? Die einfachste Begründung ist, im Osten erwartet man Christus als dessen Symbol die aufgehende Sonne gilt.
Aber eine alte Erwähnung bei den Kirchenvätern, etwa Origenes oder Basilius im 3. 4. Jahrhundert, sagt, man betet nach Osten, weil im Buch Genesis davon die Rede ist, dass Gott das Paradies im Osten, in Eden, das hebräische Wort für Osten ist Eden, angelegt hat. Wenn man sich dorthin wendet, dann erinnert man sich an die verlorene Heimat, der man wieder zustrebt, die man wiederfinden möchte und hoffen hat. Für einen Christen ist das Gebet nach Osten eine unausgesprochene Tauferinnerung. Man erinnert sich an das Paradies, für das der Mensch eigentlich erschaffen ist. Und diese Szene findet man eben im Herrn der Ringe als ein schweigend sich nach Westen wenden und an die Herkunft dieses von Numenor, das ist das schwarzliche Gebilde oder der Ort, wo die Dinge noch in Ordnung waren, bevor die Menschen sich heillos zerstritten haben und es schwer wurde, das Gute zu verwirklichen. Sie sind sozusagen im Exil und denken an ihre Heimat. Tiefer noch. Hoffnung ist verbunden mit Erinnerung. Das ist für das jüdisch-christliche Denken ganz entscheidend. Wohin man geht, hat damit zu tun, woher man kommt. Und weiter noch. Für das Menschsein ist es unverzichtbar, nicht nur daran zu denken, was war, sondern auch an das, was noch ist. Im Roman heißt das Elbenheim, also dort, wo die Elben herkommen. Und mehr noch, an das, was ist und immer sein wird, noch jenseits vom Elbenheim. Das heißt, die Perspektive des Ewigen ist notwendig für den Menschen, damit es überhaupt so etwas wie Geschichte gibt. Sonst ist Geschichte der Ablauf von belanglosen Ereignissen, die auch ganz anders laufen können. Seltsam, dass dieses Motiv im Film nicht vorkommt. Denn für Tolkien selbst, der sich in einer Anzahl von Briefen auch über seinen Roman geäußert hat, ist das Zentrum seines Romans. Er sagt selbst, das Thema des Romans sei nicht die Machtfrage, die also durch diesen einen Ring symbolisiert wird, den alle haben wollen, mit wenigen Ausnahmen, ihn haben zu wollen, um über andere Macht zu haben, um mehr zu sein. Manche mit guten Absichten, angeblich, manche mit schlechten. Es ist nicht eigentlich die Frage der Macht, sondern für Tolkien besteht das Problem in Tod und Unsterblichkeit. Und darin, dass der Mensch die wahre Unsterblichkeit, die ihm verheißen ist, nicht ergreift, sondern mit Hilfe von Magie, Symbol ist der Ring dafür, oder mit Hilfe von Maschinen, Sie denken jetzt an Saruman und seinen Maschinenpark, also mit Hilfe von Technik, eine zeitliche Ausdehnung des Lebens erreichen möchte. Eine zeitliche Ausdehnung, die letzten Endes nicht glücklich macht, sondern wie Bilbo das mal formuliert, dieser Mann wird alt, ohne wirklich älter zu werden. Er nimmt an Jahren zu, aber nicht an Lebensqualität. Und er sagt, ich fühle mich wie Butter, die auf zu wenig Brot verstrichen worden ist. Ein seltsames Bild für diese Ausdünnung des Lebens, die nicht an Qualität zunimmt, sondern nur an Zeit. Und dass das die Versuchung des Menschen sei, mit Hilfe von magischen Mitteln, das heißt mit Kräften, die außerhalb ihm liegen, oder mit Hilfe von Technik diesen Schmerz des Abschiedes
zu überspringen. Also, so Tolkien. Nun ist interessant, dass über das Geschick nach dem Tod in Herrn der Ringe nichts gesagt wird. Also, da gibt es keine Hoffnung, die man ausdrücken kann, in bestimmten Worten, denn, und das ist vielleicht für manche Leute, die Tolkien als christlichen Autor, ja, da kann man gar nicht drüber wegsehen, dass es christlich ist, sehen, das Überraschende. Für Tolkien spielt dieser Roman in einer Zeit, wo Gott sich noch nicht geoffenbart hat. Und deswegen kann der Mensch noch nichts definitiv wissen über das, was nach dem Tod ist. Er will also nicht Antworten, die die Offenbarung gibt, sozusagen in den Roman hinein implementieren, weil man manche Antworten nur wissen kann, wenn Gott sie gibt und nicht aus einem selbst. Mit anderen Worten, die anthropologische Konstante ist gegeben, wir wollen nicht sterben, wir wollen ewig leben. Wir haben auch eine Art von Ahnung, dass es weitergeht, denn sonst gäbe es nicht den Ritus der Totenbestattung in Herrn der Ringe. Erinnern sich vielleicht an, als Boromir bestattet wird und auf dem Kahn dann der Leichnam weggetrieben wird. Also die Sitte der Bestattung der Toten zeigt in einem vagen Schatten, dass wir auf Unsterblichkeit ausgerichtet sind und irgendwie das hoffen, aber es gibt keine ausdrückliche Auskunft darüber. Denn Tolkien ist überzeugt, Sehnsucht haben nach Unsterblichkeit ist eine Sache, zu wissen, dass es sie gibt, ist eine andere Sache und das kann man nur, wenn jemand von den Toten zurückgekommen ist, also wenn es Christus gibt. Das ist im Roman noch nicht der Fall. Und deswegen bringt er in diesen Roman nicht direkt christliche oder biblische Dinge mit hinein, sondern er schreibt ihn, wie ein Leser mal formuliert hat, in diesem Roman scheint der Glaube überall präsent zu sein, aber wie aus einer indirekten Lichtquelle, so als würde das Licht indirekt einfallen und nicht direkt festzumachen sein am Roman selbst. Also das Thema, das menschliche Leben, ein Kommentar zu dem, was den Menschen beschäftigt, zum Beispiel die Spannung zwischen der Freiheit des Menschen, wobei sich der Mensch in einer bestimmten Situation wiederfindet, die man als Schicksal benennen kann. Schicksal ist nicht einfach etwas, was so kommen muss, sondern es ist eine Konstellation, in der man sich findet, die aber eine freie Entscheidung herausfordert. Man kann so entscheiden oder auch anders. Also wenn vom Schicksalsberg, den Schicksalsklüften und so weiter die Rede ist, ist nicht gemeint, jetzt läuft es, wie es eben kommen soll und man kann nicht aus, sondern im Gegenteil, es ist eine Konstellation, die die Entscheidung, die Tapferkeit, die Freundschaft, die Bewährung des Menschen herausfordert. Freiheit und Geschick. Und der eigentliche Kampf des menschlichen Lebens, wir haben diese Freiheit, die auch eingebunden ist in Dinge, die uns zukommen, spielt sich nicht äußerlich ab, obwohl es so viele Schlachten gibt, sondern im Inneren des Menschen. Denn, so Tolkien, die größte Katastrophe ist nicht, wenn die Guten von den Bösen überwältigt würden, sondern wenn die Guten aufgeben, gut zu sein und in der Wahl ihrer Mittel korrupt würden. Das wäre der Sieg des Gegners. Also nicht die pure Vernichtung des Guten, physische Vernichtung, wäre das Schlimmste, sondern das Kippen des Guten in das Böse.
Und das geschieht zum Beispiel an Geschicken wie Denethor, der König von Gondor, oder Saruman, die denken, sie könnten mit Hilfe eines Mittels wie des Rings das Gute bewirken, ohne zu merken, dass der Ring selber ein Mittel ist, das man nicht gebrauchen darf. Denn das Mittel wäre die Unterjochung und Brechung des Willens anderer Menschen oder anderer Wesen. Mit anderen Worten, die Versuchung mit üblen Mitteln das Gute durchsetzen zu wollen, gibt es nicht nur im Krieg. Ich denke, jeder von uns kennt Situationen, wo man versucht ist, Manipulation, Verleumdung, Gehässigkeit, Spott, die einem begegnen, einen Widerhaken finden zu lassen im eigenen Inneren und sozusagen mit gleicher Münze zurückzugehen. Und das würde bedeuten, dass die Lauterkeit im eigenen Herzen korrumpiert wird. Dafür steht der Ring. Die Versuchung, ein Mittel zu gebrauchen und zu denken, man könne bestimmte Dinge tun, ohne Rückwirkungen auf sich selbst. Man könne mit etwas Bösem etwas Gutes bewirken. Darum ist der Herr der Ringe ein Märchen für Erwachsene. Ein Märchen für Erwachsene, in dem es um Bewährung, um Tugenden geht und auch um Gnade. Ich lasse ein bisschen was aus, damit wir nicht zu lange brauchen. Und gehe jetzt auf ein paar von diesen lichten Schatten ein. Lichte Schatten, weil sie nicht direkt etwas Christliches zeigen, sondern sozusagen im Spiegel der Fantasie etwas zeigen über christliche Werte. So ähnlich wie die antike Literatur, die pagane Literatur, Mythologie, von den Kirchenvätern betrachtet wurde als irgendwie Spiegel für die Sehnsucht des Menschen nach Gott, ja, nach Christus. Wenn Sie alte Kirchenväter mal lesen, dann finden Sie da so Aussagen wie: Christus ist der wahre Orpheus. Orpheus ist der, der in die Unterwelt abstieg, um seine geliebte Gattin zurückzuholen. Leider hat er am Ende die Nerven verloren und das Ganze ging nicht gut aus. Aber Christus ist der wahre Orpheus, der in die Unterwelt abstieg, um die Menschen aus dem Tod herauszuholen. Er hat wirklich gesiegt. So ähnliche Bilder. Und so etwas findet sich auch bei Tolkien. Ein erstes dieser lichten Schatten. Ich lese Ihnen ein Lied vor. Ein Lied, das auch gesungen wird, auf Deutsch, mal nicht auf Quenya oder, also nicht in der Elbensprache. Schneeweiß, Schneeweiß, o Herrin Licht und Rein, o Königin jenseits des Meers, o Licht für die, die wandern hier inmitten der bewaldeten Welt. Gilfonje, o Elbereth, dein Auge klar, dein Atem rein, Schneeweiß, Schneeweiß. Dir singen wir im fernen Land jenseits des Meeres. O Sterne, ausgesät von dir, als noch das Jahr ohne Sonne war. Des Windes Flur, des Himmels Feld, erglänzt von Silberblüten hell, o Elbereth, Gilfonje. Wir, die wir wandern weit entfernt, im baumbestandenen Land, sind eingedenk des Sternenlichts, leuchtend über dem westlichen Meer. Diese Lieder an Varda, Elbereth, die wird als erbarmungsvolle Königin der Sterne angerufen, lassen Tolkiens christlichen Hintergrund vielleicht am schönsten aufleuchten. Besungen wird also eine Elbin, die Sternenentfacherin Varda, sternenlichtig,
ist in Tolkiens Mythologie älter als das Licht der Sonne. Älter als Sonne und Mond, sozusagen ein Rest aus dem Paradies, ein Rest der unbefleckten Schöpfung vor dem Sündenfall. Wer zu den Sternen aufblickt, das wusste noch Kant, der wird von Staunen erfüllt und von einer gewissen Art von Zuversicht. Sam, mitten in dem Wüstenland von Mordor, wo es kein Wasser gibt, nur giftiges Wasser, Staub, der Himmel ist verdüstert, wird noch einmal Hoffnung bekommen, indem er einen Stern glänzen sieht am Himmel. Sternenlicht ist das Licht der Kunst und der Philosophie, das Zeichen der Hoffnung, dass es unberührte heile Schönheit gibt. Diese Lieder über die Sternenkönigin erinnern an alte Marienlieder. Ave Maris Stella, Meersternen sei gegrüßt, oder anders, Salve Regina, sei gegrüßt, Königin Mutter der Barmherzigkeit, zu dir rufen wir, Verbannte hier im Exil. Ganz klar, Varda Elbereth ist eine mythologische Gestalt, sie ist nicht eine Allegorie von Maria. Aber die mythologische Gestalt zeigt bestimmte Züge, Eigenarten, die für Maria tatsächlich nach dem Glauben der Kirche wirklich sind. Eine Reinheit, wie sie vor dem Sündenfall möglich war, und zugleich Erbarmen und Mitleid mit all denen, die auf dem Pilgerweg mit Gefahren ringen. Bei der Anrufung Schneeweiß, für die Leute, die gern Elbisch haben, ich habe mich mal sogar damit befasst, Tolkien hat ja diese Sprache wirklich erfunden, konstruiert bis in die Einzelheiten hinein, als Medievist und Professor für Anglistik konnte er das. Dieses Schneeweiß ist eine Mischung aus dem Weiß von Schnee und Wolken. Fun wie Loss ist das Weiß, das immer so ist wie die Wolken und der Schnee. Das lässt jemanden, der theologisch denkt, auch an die immerwährende Jungfrau Maria denken, das immer Weiß. Es gibt noch andere Mariengestalten, wie zum Beispiel Galadriel, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es gibt messianische Gestalten, solche, die an die Person Christi erinnern, zum Beispiel Gandalf, der sich diesem Kampf mit dem Balrog, diesem Ungeheuer, stellt und für seine Gefährten sich opfert. Die entkommen über die Brücke, er selbst hält das Ungeheuer auf und wird dabei in die Tiefe gerissen. Oder Aragorn, der Wanderer, und der als Streicher übersetzt wird, ein unerkannter Abkömmling eines Königs, dessen Linie erloschen geglaubt ist, der die Heilkunst versteht, der allein die Befugnis hat, Untote zur Erfüllung ihres Eids zu rufen und so weiter. Und natürlich Frodo, der die Bürde des Ringes einen endlos langen Weg trägt, wobei die Kräfte immer mehr abnehmen. Das erinnert schon ein bisschen an den Kreuzweg, bis er sich hinaufkämpft auf den Schicksalsberg. Aber auch für diese Figuren gilt, keine dieser Gestalten bildet Christus ganz ab. Keiner. Im Unterschied zum Beispiel zu den Narnia Tales von C.S. Lewis, wo der Löwe Aslan ganz deutlich Christus allegorisiert. Das ist bei Tolkien nicht der Fall. Denn jede dieser Figuren hat nur einen Aspekt. Aragorn ist nicht der letzte aller Könige, sondern kommt eine Dynastie. Und Frodo fehlt am Ende die Kraft, den Weg wirklich zu Ende zu gehen. Und so weiter. Ein drittes Beispiel für die Widerspiegelung, wo man sehr klar sieht, nicht nur das Christsein, sondern sogar das Katholischsein von Tolkien.
Das ist die Elbennahrung, das sogenannte Lembas, das Lebensbrot, das den Wanderern mitgegeben wird. Und von der, Tolkien sagt, bei einer chemischen Untersuchung würde sich nichts ergeben als Gebäck aus Weizenmehl. Außen ein bisschen braun geworden und innen hat es die Farbe von Sahne. Also Weißbrot. Lembas heißt Wegbrot oder Wegzehrung oder auch Lebensbrot, je nachdem welchen elbischen Dialekt man anwendet. Dem katholischen Christen sind diese Bezeichnungen vertraut für die Eucharistie, für die Kommunion. Tolkien selbst sagt, er habe Lembas eingeführt als notwendigen Kunstgriff, denn er musste ja verständlich machen, wie geht eine lange Wanderung ohne viel Gepäck. Also das ist ein Kunstgriff und zugleich, Zitat, eine viel weitere Bedeutung, vorsichtig ausgedrückt, von religiöser Art. Der springende Punkt ist nämlich, dass diese Stärkung durch dieses bisschen Waffel nicht über den Magen kommt, sondern über den Willen. Lembas stillt nicht den Hunger nach Fleischköpfen oder nach ein bisschen Hühnerbrühe oder nach handfesten Dingen. Es stillt nicht diese Art von Hunger, sondern verleiht Kraft, indem es den Willen stärkt. So heißt es da. Also, es gab die Kraft, durchzuhalten. Es ist keine normale Nahrung. Eine Art von Widerspiegelung der Eucharistie. Tolkien war jemand, der fast täglich zur Messe ging. Das muss man auch wissen. Diese einzelnen Anklänge sind interessant und man könnte es noch viel weiter bringen, viel weiter treiben, einzelne Punkte ansprechen. Das tue ich jetzt alles nicht. Wenn Sie sich dafür interessieren, ich habe mal was ganz Langes dazu geschrieben, wo ich diese Dinge ausgefaltet habe und ein bisschen über Elbensprachen mich ausgelassen habe. Aber das ist für heute zu viel. Ich möchte auf was Wesentlicheres eingehen. Tolkien selbst sagt, dass sein Roman ein Kommentar sei zu der Vaterunser-Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dazu sei der ganze Roman eine Art Kommentar. Es geht um Vergebung und dass wir auch vergeben müssen, also um Barmherzigkeit. Und es geht darum, dass es Prüfungen gibt, in denen wir nicht aus eigener Kraft standhalten, sondern wo wir auf die Güte, die Vorsehung Gottes trauen müssen, auf eine Erlösung, die wir nicht selbst vollbringen können. Dafür ist der Roman ein Exempel. Warum? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, der Herr der Ringe sei ein dualistisches Machwerk, was ein Schmarrn ist, auf gut Deutsch. Die Guten sind nicht alle gut und die Bösen sind nicht alle bloß böse. Man braucht den Roman nur lesen, vielleicht ist im Film ein bisschen anders, aber der Film ist eben auch eine leicht unzulässige Vereinfachung. Der moralische Kampf zwischen Gut und Böse spielt sich auf allen Ebenen ab, und eigentlich in jeder der vorkommenden Personen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Eine der Ausnahmen im Buch ist Faramir. Das ist auch die Person, mit der sich Tolkien selbst identifiziert hat. Also, weder Sauron, der große Feind, das finstere Auge, noch im früheren Zeitalter Melkor, sozusagen die Urform des Abfalls von Gott. Weder die, sie waren ursprünglich nicht böse. Und die Geschöpfe Saurons, wie die Orks, sind nicht eigentlich vom Bösen erschaffen, sondern sie sind nur entstellt. Ein Schatten kann nur nachäffen, sagt
Tolkien in ganz gut christlicher Tradition. Denn Schatten ist Abwesenheit von Licht und keine eigene Wirklichkeit. Das absolut Böse kann es nicht geben, es wäre Null. Das, was aber gefährlich ist, ist das pervertierte Gute. Und das ist eine ganz furchtbare Gefahr. Die Frage, wie ein Geschöpf überhaupt böse werden kann, wenn es doch am Anfang nur Gutes gibt, ist eine Frage, die die christlich-jüdische Theologie und Philosophie immer schon beschäftigt hat. Wie kann es was Böses geben, wenn am Anfang der Schöpfung alles gut war? So übrigens auch eben bei Tolkien. Und die Antwort, die er gibt, erinnert an einen Denker, den manche von Ihnen vielleicht dem Namen nach kennen, vielleicht haben manche auch was gelesen von ihm. Ich kenne ihn ein bisschen besser. Das ist Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert. Wie gibt es das Böse? Es kann es nicht geben, indem ein Wesen sich für was Böses entscheidet, weil es gibt ja nichts Böses. Es kann nur sein, indem ein Wesen, das selbst nicht absolut gut ist, sondern begrenzt gut, sich selbst dem ganz Guten vorzieht. Das heißt, Klartext, wenn ein Wesen, das nicht Gott ist, beansprucht, Gott zu sein. Ich bin das höchste Gut und weil es nur ein höchstes Gut geben kann, muss ich Gott vom Thron stoßen. Damit beginnt schlicht und einfach gesagt der Abfall. Nicht, weil es was Böses gäbe, sondern weil etwas begrenzt Gutes verabsolutiert wird. Das wird bei Tolkien nicht im Herrn der Ringe erklärt, sondern in dem sozusagen früheren Beschreibung der Welt von Mittelerde im Silmarillion. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da zu viel zumute, aber ich sage es mal einfach ganz kurz, ganz kurz. Die Schöpfung wird bei Tolkien hervorgebracht, indem Gott ein Lied anstimmt. Er singt. Also wir sagen, Gott erschuf durch das Wort. Bei Tolkien in der Mythologie singt der Eine eine Melodie und er erschafft zunächst Wesen, die geistig sind und lädt sie ein, sie sollen mitsingen. Sozusagen ihre Melodie mit beisteuern, also mitschöpferisch wirken. Die meisten tun das auch und es gibt eine schöne Symphonie. Nur einer, der ganz besonders gut singen konnte, so heißt es hier, dem kam es in den Sinn, Töne einzuflechten, die er selbst erdacht hatte und die nicht zum Thema passten. Denn er strebte nach mehr Glanz und Macht für die ihm zugewiesene Stimme. Melkor war unter den Ainur die reichsten Gaben an Macht und Wissen verliehen. Und nun flocht er seine Gedanken in das Lied und Missklang wuchs um ihn auf, bis es schien, ein Strom dunkler Wasser tobe um Gottes Thron, in endlosem, unversöhnlichem Hass bekriegten sich die Melodien. Also, durch die Freiheit eines Geschöpfes, das sehr begabt ist, aber sich selbst über die vorgegebene Melodie stellt, kommt das Böse in die Welt. Also nicht so einfach dualistisch. Und was tut Gott dann? Er antwortet mit anderen Melodien. Er antwortet mit der Melodie der Erschaffung der Menschen. Also ein schönes Bild. Wenn etwas nicht gut geht im Lauf der Geschichte, findet Gott einen Weg, es trotzdem in seinen Heilsplan einzubinden. Ja. Schauen wir uns vielleicht jetzt wegen der Kürze der Zeit, weil es ist Sprecherin, wir haben nicht mehr viel Zeit, nicht mehr die Sache mit dem Ring an. Ich habe es angedeutet, der Ring ist das Mittel,
um andere Leute zu unterjochen. Also um sich selbst zum Gott für andere zu machen, indem man sich jedem Zugriff entzieht, außer natürlich den Zugriff von der bösen Seite, man wird unsichtbar, und manipuliert andere. Das ist die große Versuchung auch für gute Menschen, die meinen, sie könnten mit diesen Mitteln die Welt wieder in Ordnung bringen. Also das geht nicht. Weil allein Gott Geschöpfe uneigennützig erschafft, um ihnen an Reichtum und Glück teilzugeben, während wenn ein Wesen, das nicht Gott ist, Gott sein will, müssen die anderen Sklaven sein. Nur Gott kann es ertragen, dass andere Wesen frei sind. Ein Mensch oder irgendein geschaffenes Wesen muss, um Gott sein zu können für andere, die anderen zu Sklaven machen. Es kann Freiheit von anderen nicht ertragen. Und zugleich verletzt es sich selbst. Darum schwindet jemand, der den Ring trägt, auch innerlich. Er nimmt ab. An Personalität. Was dem entgegengesetzt ist, sind Eigenschaften wie Demut, Opferbereitschaft, zum Beispiel auch zu riskieren, dass man weniger wird, nicht Erfolg hat, aber man selbst bleibt und nicht zu etwas wird, was man nicht ist, für den Preis des Erfolges. Das Beispiel dafür ist Galadriel. Für Hoffnung und für Erbarmen. Das Erbarmen zeigt sich vor allem am Ende des Romans. Wenn Sie ihn kennen, wissen Sie, Frodo hat die Bürde des Ringes übernommen, mit großen Herausforderungen und seelischen Verwundungen, die er dadurch erleiden muss. Er wird diesen Ring seiner Vernichtung zuführen. Also der Ring soll verschwinden aus Mittelerde, er soll in das Feuer der Schicksalsklüfte geworfen werden, damit er dem Zugriff des Bösen entzogen ist. Und er schafft es fast bis zum Ende und dann steht er da und will den Ring nicht loslassen, er kann ihn nicht mehr loslassen. Das Ding hat schon zu viel Macht. Es wird trotzdem ein gutes Ende geben, denn der Finger, an dem der Ring sitzt, wird abgebissen von diesem Wesen, Gollum. Und Gollum stürzt samt dem Ring in das Feuer der Schicksalsklüfte. Ein Ende, das sozusagen haarfein ist, die ganze Sache, die ganze Mühe, die vielen Opfer, die gebracht wurden, hängen an einem seidenen Faden. Daran, dass dieses Wesen, das vielfach den Tod verdient hätte, ein Verräter, ein Miststück sondergleichen, noch am Leben ist. Das ist der seidene Faden. Eine letzte, unvorhergesehene Fügung. Gollum hatte einen Treueschwur geschworen gegenüber Frodo. Er werde den Schatz, mein Schatz, mein Schatz, er redet ja immer im Plural von ihm, dass er niemals zulassen werde, dass Sauron, der Feind, den Ring bekomme. Und dieser Schwur wird auf völlig unerwartete Weise eingelöst. Mittel dazu war, dass Gollum ohne jedes Verdienst mehrfach Barmherzigkeit empfangen hatte. Zuerst schon mal von Bilbo. Vielleicht haben Sie auch den Hobbit gesehen oder gelesen, also ich habe den Hobbit nicht gesehen, es wurde mir abgeraten davon, aber ich habe den Hobbit gelesen natürlich, ja, den kleinen Hobbit. Da wird er überhaupt beschrieben, wie es zu dem Ringfund kam. Bilbo, der Onkel Frodos, hatte den Ring bei einer Exkursion unterirdisch dem Gollum abgenommen, das heißt gefunden, und sofort spürt er die Herausforderung, etwas zu tun, was eigentlich gar nicht seine Art ist. Gollum sitzt vor der Tür des Ausganges. Bilbo hat den Ring angesteckt, ist unsichtbar.
Und er muss irgendwie an der besetzten Tür vorbeikommen, sonst ist er für ewige Zeiten in dieser unterirdischen Höhle eingeschlossen. Zitat: Er war verzweifelt. Er musste fort. Weg aus dieser grässlichen Finsternis, solange ihm noch ein bisschen Kraft blieb. Er musste kämpfen. Er musste das widerliche Wesen erdolchen. Er musste es töten. Sonst wurde er von ihm selbst getötet. Aber ein fairer Kampf war es nicht. Bilbo war unsichtbar und Gollum hatte kein Schwert. Genau genommen hatte Gollum noch gar keinen ernsthaften Mordversuch gemacht. Aber Bilbo fühlte sich elend, allein und verloren. Da kam ein plötzliches Verstehen, ein Mitleid mit Entsetzen gemischt, stieg in seinem Herzen auf. Ein Widerschein von endlosen, gleichförmigen Tagen ohne Licht und Hoffnung auf Änderung. Harter Stein, kalter Fisch, Kriechen und Flüstern. Also er merkt plötzlich, in welcher Situation der andere ist. Und dann fasst er sich im Herzen, springt über ihn weg und entkommt. Dann wird Gollum geschont von Frodo. Er merkt, was für eine grässliche Niedertracht Gollum in sich hat und er reagiert mit Abscheu. Ich habe Angst und empfinde keinerlei Mitleid. Er hat den Tod verdient. Und dann sagt Gandalf zu ihm, er hat den Tod verdient. Das will ich glauben. Und viele, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Selbst die ganz Weisen können nicht alle Absichten erkennen. Vielleicht mag Bilbos Mitleid bestimmend sein für das Schicksal von vielen und nicht zuletzt für das Deine. Also wird geschont und schließlich noch ein letztes Mal, Gollum hat Frodo und Sam in die Höhle der Spinne Kankra geführt. Und Frodo ist gestochen worden von der Spinne und bereits von Sam für tot gehalten. Also es ist fast das Ende und es ist Niederpracht, kann man gar nicht anders sagen, in exponentieller Form. Sams Hand zitterte. Er war außer sich vor Zorn, als er an Gottes ganze Bosheit dachte. Es wäre gerecht, dieses verräterische, mörderische Geschöpf zu erschlagen, gerecht und vielmals verdient. Und außerdem die einzige Möglichkeit, diese Gefahr auszuschalten. Doch tief in seinem Herzen war etwas, was ihn zurückhielt. Er konnte dieses Wesen nicht erschlagen, das da im Staub lag, verlassen, vernichtet, durch und durch unglücklich. Also wenn man das liest, dann fragt man sich wirklich, wie manche Autoren dazu kommen, einen Dualismusverdacht in dem Roman zu finden. Im Gegenteil, das Thema ist die Gnade. Lösung und Erlösung wird eigentlich nur möglich, indem Wesen Erbarmen zeigen. Sonst wäre es nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Also es ist ein Roman der Gnade. Der Gnade, die unvorhergesehen eintritt, deswegen auch eine Exemplifizierung der Bitte des Vaterunsers, hilf uns aus Prüfungen, die wir nicht standhalten können, und erlöse uns. Eine Bitte, sagt Tolkien einmal in einem Brief, für etwas, was nicht eintreten kann, ist sinnlos. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es solche ernsten Situationen gibt, und wir beten als Christen darum, vor solchen Prüfungen bewahrt zu bleiben und herauszukommen. Zitat von Tolkien, nicht aus dem Roman, sondern in der Interpretation. Ich denke nicht, dass Frodo ein moralischer Versager war. Im letzten Augenblick musste der Druck des Ringes ein Höchstmaß erreichen. Ich hätte sagen sollen, unmöglich, dass da jemand widerstehen konnte. Schon nach so langem Besitz, zunehmenden Qual, ausgehungert und erschöpft. Er hatte getan, was er konnte. Und sich völlig verausgabt. Und jetzt war eine Situation geschaffen,
in der das Ziel erreicht werden konnte. Seine Bescheidenheit und sein Leid wurden zu Recht belohnt. Und seine Geduld und sein Erbarmen mit Gollum sicherten ihm das Erbarmen. Sein Versagen wurde gut gemacht. Von moralischem Versagen kann man nur sprechen, wenn ein Mensch in seinem Bemühen oder Ertragen unter seiner Grenze bleibt. Also, das ist, Frodo war in einer Situation, wo ihm geholfen werden musste, das Ding loszuwerden. Er hätte es nicht geschafft. Ja, also, Torheit als Weisheit wäre ein anderes Kapitel für die Theologie, die im Herrn der Ringe steckt. Es gibt viele sehr weise Leute, die im Herrn der Ringe auftauchen und die doch eine Sache nicht verstehen. Nämlich, dass nicht mit allen Mitteln das Ziel erreicht werden kann. Beispiele dafür sind Denethor, Saruman, verschiedene andere, die sich im Kopf herumgehen lassen, ob es nicht doch mit Mitteln, die man mit Klugheit ausdenken kann, zu etwas Gutem kommt. Nein, es ist nicht so. Die Weisheit der Toren ist, einen Weg zu gehen, mit dem der Feind nicht rechnet. Also den Weg der Demut, wie man christlich sagt. Mein Abschlusswort. Noch einmal Tolkien im Originalton. Das Evangelium hat die Legenden nicht abgeschafft. Es hat sie geheiligt. Ganz besonders die Geschichten mit glücklichem Ausgang. Mit anderen Worten, wenn ein Christ eine Geschichte schreibt, dann wird sein Glaube nicht direkt, aber doch indirekt in dieser Geschichte wieder leuchten. Eine Geschichte mit glücklichem Ausgang ist nicht etwas, was kommen müsste, sondern wir wissen, dass die Möglichkeit des Misslingens immer nur einen Schritt weit weg ist. Dass es eine Eukatastrophe gibt, also eine überraschende, wundervolle Wendung, ist eine Gnade, macht Tolkien. Und das Evangelium selbst ist die wahre Geschichte einer Eukatastrophe. Die plötzlich glückliche Wendung, bei der einen die Freude durchdringt, dass einem die Tränen kommen. Die unausdenkbar glückliche Wendung der Menschheitsgeschichte ist für ihn die Menschwerdung des Gottessohnes und nach einem anscheinend für alle Augen sichtbaren Scheitern am Kreuz die Auferstehung. Die wahre Eukatastrophe ist der Grund dafür, dass jede Geschichte, die so eine Eukatastrophe hat, in uns eine Erleichterung bis zu Tränen hervorbringt. Also, dass wir weinen, wenn etwas gut ausgeht, mit Tränen der Freude. Zitat: Weil wir darin einen Blick auf die Wahrheit erhaschen. Und unsere ganze Natur, die an der Kette von Ursache und Wirkung hängt, der Todeskette, diese Natur spürt eine jähe Erleichterung, so wie wenn ein verrenktes Glied plötzlich eingerenkt würde. Für Christen ist das wirklich geschehene Wunder, das alle Hoffnung rechtfertigt, die Auferstehung. Und deswegen haben wir ein Recht, Geschichten mit gutem Ausgang zu lieben und sogar solche zu schreiben. Ich danke Ihnen.